Herzlich willkommen bei Mathe mit Rick. Ich möchte dir in diesem Video gerne zeigen, wie du das Monotonieverhalten einer Funktion bestimmen kannst. Ich zeige dir das in diesem Video anhand einer E-Funktion. Los geht's! Die Aufgabe lautet: Bestimme das Monotonieverhalten der Funktion f. Und f folgt der Gleichung f von x ist gleich x mal i hoch x. Und was du dir merken kannst, ist, dass du das Monotonieverhalten einer Funktion direkt anhängen kannst an die Extrempunktbestimmung. Das heißt, wenn du schon einen Extrempunkt ausgerechnet hast, dann wird es häufig ziemlich einfach, Aussagen über das Monotonieverhalten zu treffen. Im Rezept sieht das so aus, dass die Steps 1 bis 3 mit der Extrempunktbestimmung übereinstimmen. Das heißt, für die Steps 1 bis 3 kannst du mal in das Video Extrempunkt bestimmen gehen, ja, auch von dieser Funktion, und da siehst du dann, wie genau das funktioniert. Zwei Sachen liefern mir diese Steps, zum einen die Ableitungsfunktion, die folgt der Gleichung f' von x ist gleich e hoch x mal 1 plus x in Klammern, ja, mit Produktregel abgeleitet, dann 0 gesetzt und dann mit dem Satz vom Nullprodukt also eine mögliche Extremstelle hier rausbekommen, xe ist gleich minus 1. Ja, das sind die Informationen, die ich aus den ersten drei Steps bekomme. Eine Ableitungsfunktion, die, wenn ich sie 0 setze, mich auf eine mögliche Extremstelle bringt. Na, xe als eine mögliche Extremstelle. Diese Stelle xe gleich minus 1 ist wichtig, wenn wir über das Monotonieverhalten sprechen, denn an dieser Stelle kann sich das Monotonieverhalten potenziell ändern. Wir steigen direkt in Step 4 ein, und Step 4 heißt Monotonietabelle aufstellen. Habe ich hier schon mal eine kleine Monotonietabelle vorbereitet. Was wir hier also machen, wir tragen hier in dieser oberen Zeile gleich x-Werte ein und in der unteren Zeile die zugehörigen f-Werte. Also wir tragen x-Werte ein und setzen x dann in die erste Ableitung ein und gucken mal, was dann passiert. Wir starten mal in der Mitte hier mit minus 1. Und jetzt wollen wir die erste Ableitung von minus 1 ausrechnen. Setzen das also in f' ein und wir werden 0 rausbekommen. Warum? Weil das gerade die notwendige Bedingung für die Existenz von Extremstellen ist. Das heißt, wir sind überhaupt erstmal auf xe gekommen, weil wir die Funktion 0 gesetzt haben. Na, hier haben wir also auf jeden Fall 0. Also eine waagerechte Tangente, wenn man so möchte an dieser Stelle. Jetzt wählen wir eine Zahl, die etwas kleiner ist als minus 1. Also auf der Zahlengeraden links von der minus 1 liegt. Ich nehme mal die 2. Und wir nehmen eine Zahl, die rechts auf der Zahlengeraden liegt von minus 1, beziehungsweise ein bisschen größer. Also ich nehme mal 0. Und jetzt setzen wir auch die wieder in die erste Ableitung ein. Starten wir mal. Setzen wir mal minus 2 in die erste Ableitung hier ein. Hier, hier und hier. Dann habe ich f' von minus 2 ist gleich e hoch minus 2 mal in Klammern 1 minus 2. E hoch minus 2 mal in Klammern 1 minus 2 ist ja 1 durch e Quadrat. E hoch minus 2 hat ja einen negativen Exponenten, geht direkt in Nenner. Und 1 minus 2 ist minus 1. Das bedeutet, wir bekommen als erste Ableitung minus 1 durch e Quadrat. Minus 1 durch e Quadrat. Okay, interpretieren wir gleich. Als nächstes setzen wir noch 0 in die erste Ableitung ein. Ja, auch wieder überall für x. Dann haben wir f' von 0 ist gleich e hoch 0 mal 1 plus 0. E hoch 0 ist 1. 1 plus 0 ist auch 1. 1 mal 1 ist 1. Das kriegen wir noch hin. Und zwar plus 1. Ne? Okay. Und jetzt sehen wir, dass es hier einen Vorzeichenwechsel gibt. Es gibt einen Vorzeichenwechsel, und zwar von Minus zu Plus. Das bedeutet, alle Zahlen, die kleiner sind als minus 1, da bekomme ich also ein negatives Vorzeichen in der ersten Ableitung. Bei allen Zahlen, die größer sind als minus 1, kriege ich ein positives Vorzeichen bei der ersten Ableitung. Ja, das ist alles unter der Maßgabe, dass die Funktion keine Definitionslücken hat und auch, dass minus 1 zum Beispiel die einzige mögliche Extremstelle ist. Ne? Wenn wir mehrere mögliche Extremstellen haben oder mehrere Extremstellen, kann sich das Monotonieverhalten halt mehrmals ändern. Hier haben wir nur eine Stelle und deswegen gibt es auch eben nur diese beiden Intervalle, die hier entscheidend sind. Aus dieser Monotonietabelle werden wir jetzt also in Step 5 entsprechende Intervalle aufstellen. Und wir fangen mal an, indem wir das Minuszeichen interpretieren. Links von der minus 1 haben wir doch gesagt, da taucht ein negatives Vorzeichen auf in der ersten Ableitung. Haben wir in gelb markiert. Und das deutet darauf hin, dass der Graph der Funktion da fallend ist. Graph von f ist also fallend, und zwar im folgenden Intervall. So kann man das aufschreiben. Groß gf, also Graph von f ist fallend für alle x-Element von minus unendlich bis minus 1. Ja, fallend von minus unendlich bis minus 1. Dieses Zeichen hier, das sogenannte Allquantor, kann man einfach übersetzen mit für alle.
Na, für alle x im Intervall von minus unendlich bis minus 1 ist der Graph von f also fallend. Das heißt, der Graph fällt bis zur Stelle minus 1 und dann verändert der Graph sein Monotonieverhalten plötzlich und fängt wieder an zu steigen. Ja, wir sehen das, weil in der Monotonietabelle ein Plus auftaucht. Wir können das so aufschreiben. Graph von f ist dann steigend für alle x Element von minus 1 bis unendlich. Ja, wir sehen also aus dem blauen Plus in der Monotonietabelle, dass wir hier also jetzt ein anderes Monotonieverhalten haben. Wenn der Graph gf ist jetzt also steigend. Der Eilquantor, wieder in rot, sagt uns wieder für alle x. Ja, für alle x in diesem Intervall von minus 1 bis unendlich. Vielleicht noch eine kurze Bemerkung zur Richtung der Klammern bei der Intervallschreibweise. Du kannst dir gut merken, beim Unendlichzeichen zeigen die Klammern immer nach außen. Das liegt daran, dass unendlich keine Zahl ist. Na, die Intervalle sind da immer offen beim Unendlichzeichen. Bei der minus 1 ist es so, dass sie nicht in beiden Intervallen auftauchen sollte. Ich habe sie in diesem Intervall hier mal dazu genommen und hier also ausgeschlossen. Könnte man tendenziell jetzt auch andersrum machen, wäre mir persönlich jetzt hier aber nicht so wichtig. Wichtig wäre mir, dass du eine schöne Monotonietabelle aufstellen kannst und aus dieser Monotonietabelle heraus schöne Intervalle aufstellst, die mir also sagen, wie das Monotonieverhalten hier aussieht. Wir schauen uns das Ganze nochmal im Graphen der Funktion an. Hier ist er. Xe habe ich schon markiert, die Extremstelle. Na, hier haben wir also einen Tiefpunkt, da ändert der Graph also hier sein Monotonieverhalten. Und was wir gut sehen können, links von dem Xe, also hier, ist der Graph der Funktion also fallend. Bis Xe ist der Graph der Funktion fallend. Die Funktionswerte werden also immer kleiner. Dann kommt Xe, ja, das ist ein Tiefpunkt. Dann verändert der Graph sein Monotonieverhalten. Die Funktion ist ab da steigend, weil wir von blau markiert haben. Ne? Blau. Können wir hier also sehr schön sehen. Gelb steht für fallend, blau steht für steigend. Und woher wissen wir das? Aus der Monotonietabelle. Die Monotonietabelle ist hier also das zentrale Tool, um herauszufinden, wie das Monotonieverhalten der Funktion aussieht und an welcher Stelle sich das Monotonieverhalten verändert. Und wenn du dann noch eine Grafik hast, die du selbst angefertigt hast oder die bereits vorgegeben ist, aus der du das Monotonieverhalten auch so ablesen kannst, dann ist das doch wirklich ein Träumchen. Das Rezept zur Bestimmung des Monotonieverhaltens ist sehr ähnlich zum Rezept zur Berechnung der Koordinaten eines Extrempunktes. Step 1 bis 3 sind identisch. Notwendige Bedingungen, Step 1. Ableiten, Step 2. Null setzen, Step 3. Wir bekommen eine Stelle raus, unser Beispiel war das xe ist gleich minus 1. An dieser Stelle könnte sich das Monotonieverhalten ändern. Um das zu untersuchen, brauchen wir eine Monotonietabelle. Wir nehmen uns dann einen Wert, der ist ein bisschen kleiner als die minus 1, wir haben minus 2 gewählt, und wir nehmen einen Wert, der ein bisschen größer ist, wir haben 0 gewählt, setzen die in die erste Ableitung ein und gucken uns dann die Vorzeichen an. Die Vorzeichen der ersten Ableitung geben uns eine Auskunft über das Monotonieverhalten. Erste Ableitung und Monotonie hängen ganz dicht miteinander zusammen. In diesem Beispiel konnten wir sehen, dass für alle Zahlen, die kleiner sind als minus 1, die erste Ableitung hier negativ wird. Das bedeutet, links von der minus 1 ist der Funktionsgraph fallend. Für alle Werte, die größer sind als minus 1, wird die erste Ableitung positiv. Das bedeutet, für alle Werte, die rechts von der minus 1 sind, wird der Graph monoton steigend sein. Dann stellen wir entsprechend unsere Intervalle auf, haben dann einen Intervall, in dem der Graph der Funktion fallend ist und einen Intervall, in dem der Graph der Funktion steigend ist. Wir können das Ganze noch überprüfen mit dem Graphen, wenn wir Bock haben. Ja. So würde aber dieses Rezept für die Bestimmung des Monotonieverhaltens aussehen. 5 Steps haben wir und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du das auch so beim nächsten Mal umsetzen würdest und damit erfolgreich bist. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich, dich wieder begrüßen zu dürfen. Lass es dir gut gehen. Ciao und tschüss. Dein Rick.